Hallo, Schildkröten. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen oder gehört. Heute seht ihr mich auch nicht, aber ihr hört mich. Ich dachte, ich mache mal weiter mit meiner Regaltour. Mir ist gerade nicht so sehr danach, vor der Kamera zu sitzen, aber hier hinter, das geht ganz gut. Und heute ist mein Regalbrett dran, in dem alle Potsdamer Autorinnen und Autoren stehen, beziehungsweise nicht die AutorInnen selber, sondern natürlich die Bücher. Es ist das einzige Regalbrett in meinem Regal, das schon nach Alphabet geordnet ist. Das sollte ich mit allen anderen Büchern auch mal machen, zumindest mit dem deutschsprachigen Gegenwartsliteratur-Part, aber ach, ich bin zu faul dafür. Es ist einfach so. Da suche ich lieber stundenlang meine Bücher. Genau, und das könnte ein bisschen länger werden, dieses Video. Deswegen nehmt euch gerne einen Tee, einen Kaffee, eine Schwarzwälder Kirsch, eine Schwarzwälder Kirschschorle. Nein, sowas gibt es nicht. Eine schwarze Johannisbeerschorle, wollte ich sagen. Denn es ist so, dass ich die meisten dieser AutorInnen, also kennen wäre jetzt zu viel gesagt, aber schon mal persönlich getroffen habe, weil ich über sie geschrieben habe. Und deswegen viele Anekdoten auch erzählen kann, die ich wahrscheinlich erzählen werde. Denn ihr kennt mich, ich schweife gerne ab und erzähle unzusammenhängende Dinge. Aber manchmal liegt ja daran auch gerade die Freude. Genau, und damit das Video aber nicht zu lang wird, fangen wir jetzt mal an. Zoom. Zoom, ja. Genau, machen wir Special-Effekt-Geräusche dazu. Bei A, wie Stefan Aberbanel. Stefan Aberbanel war der Kulturchef des RBB. Ist dieses Jahr in Rente gegangen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und hat aber auch schon zwei Romane geschrieben. Und ich glaube, er möchte auch noch mehr schreiben. So wie ich es gelesen habe, möchte er sich jetzt mehr aufs Schreiben konzentrieren. Das ist sein zweiter Roman. Den ersten habe ich nicht gelesen. Und ich muss auch gestehen, dass ich den immer noch nicht zu Ende gelesen habe, obwohl mir der Anfang sehr, sehr gut gefallen hat. Es geht darin um den Libanon und um einen Arzt und um dessen Vergangenheit und um eine Frau und überhaupt. Es ist sehr interessant, lest euch ruhig mal die Inhaltsangabe durch. Das Licht jener Tage heißt das Buch. Und es gefällt mir vom Schreibstil sehr gut. Es ist ein sehr schönes Erzählen, aber nicht zu blumig, aber auch nicht zu nüchtern. Also für mich war es genau der richtige Ton. Und ja, das steht auch noch definitiv auf meiner Liste. Und wenn mir das weiterhin, also komplett so gut gefällt wie der Anfang schon, dann würde ich auch das erste nochmal lesen. Und über Stefan Aberbanel habe ich mal ein Porträt geschrieben. Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ich war bei ihm zu Hause und seine Frau, Bettina Aberbanel, das zeige ich, weil sie dieses Buch unter anderem übersetzt hat, ist Literaturübersetzerin. Eine sehr bekannte Literaturübersetzerin, denn über sie übersetzt die ganzen großen Namen, zum Beispiel Jonathan Franzen und Rachel Kushner. Und ja, das ist so ein Kulturliteraturhaushalt, was ich irgendwie auch schön finde. Und wir bleiben noch ein bisschen bei A, nämlich hier bei Saya Alexander mit Erdbebenwetter. Das ist ihr Debütroman, der letztes Jahr rauskam. Das Buch habe ich euch in einem extra Rezensionsvideo vorgestellt. Und das hatte mir ja sehr gut gefallen. Dennis Scheck hat es als modernen Hexenroman bezeichnet. So ein bisschen ist es auch so. Es geht darin um eine Frau, die eben ja Hexer kennenlernt in L.A. und in so einen Zirkel gerät. Und das ist alles so ein bisschen subtil, mystisch. Und es gibt immer wieder so, ja, schon die magische Symbolik. Also Saya Alexander spielt da ein bisschen auch mit der Hexensymbolik. Und das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ich habe sie letztes Jahr auch getroffen. Wir haben über das Buch gesprochen und es war ein sehr schönes Treffen. Das war, ist jetzt, naja, noch nicht ganz ein Jahr her, aber es war ein sehr warmer Tag. Wir waren hinten in Griebnitzsee, saßen da auf einer Bank und sie hatte quasi wie so ein Picknick mitgebracht. Sie hatte Kuchen eingekauft und was zu trinken. Ja, ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil ich gar nichts mit hatte. Für mich war das halt irgendwie ein Interviewtermin und es war ein super nettes Gespräch. Wirklich sehr, sehr schön und sie hat mir auch, das zeige ich euch mal, jetzt kippen gleich alle Bücher, weil ich das so nett finde, sie hat mir eine Widmung reingeschrieben. Herzlichen Dank, liebe Sarah, für das tolle Gespräch heute. Danke auch für die genaue und empfindsame Lesart dieses Buches. Und dann, jetzt sehe ich, genau im September war das, ja. Ja, das war einfach wirklich sehr schön und ich bin sehr, sehr gespannt,
Was da noch so kommt. Ach, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. Das Spannende ist, dass sie dieses Buch, sie stammt ja eigentlich aus den USA, selber aus LA auch. Und sie hat das Buch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, auf Englisch und auf Deutsch geschrieben. Also die englische Version existiert, glaube ich, und ist auch von ihr. Was irgendwie auch spannend ist, weil das ja doch nochmal ganz anders ist. Und sie sagt auch, dass so die zwei Sprachen in ihrem Kopf, dass das schon auch was macht mit der Sprache, wie sie schreibt. Ich verlinke euch mal einen Artikel, den ich über sie geschrieben habe. Das ist schon ganz spannend. Genau, und dann gehen wir weiter bei A, wie Anlauf. Christine Anlauf, Tini Anlauf, kenne ich schon ganz, ganz lange. Ich habe Tini kennengelernt, da habe ich noch studiert und habe bei so einer uni-internen Literaturzeitschrift mitgearbeitet, Schreib hieß die. Da würde ich euch jetzt gerne eine Ausgabe zeigen, aber ich weiß nicht, wo ich den Karton hingestellt habe. Seit ich umgezogen bin, finde ich manche Sachen, naja, ihr kennt das vielleicht, ich weiß nicht, wo der Karton ist. Und da sind oft Texte von ihr erschienen. Sie hat da mit dran gearbeitet. Da sind Kurzgeschichten von ihr erschienen, Gedichte. Und ja, damals haben wir uns kennengelernt. Romane habe ich dann aber tatsächlich erst von ihr gelesen, als ich angefangen habe, für die Zeitung zu schreiben. Hier ist ein Gedichtband von ihr zum Beispiel. Ein Zungenschlag richtig. Das sind, wenn man Tini kennt, finde ich, dann hört man sie auch richtig bei diesen Gedichten. Erschienen im Hochrot Verlag übrigens. Auch die Begründer des Hochrot Verlags haben damals bei Schreib mitgearbeitet. Hochrot Verlag kann ich euch sehr empfehlen. Das ist ein sehr, sehr schöner Lyrikverlag. Ja, der sehr schöne, feine kleine Bücher rausgibt. Und ich habe hier von Tini, das ist ihr erster Roman, Good Morning Lenitz, erzählt von einer jungen Frau, die, wie ist denn das nochmal? Ich habe es nämlich noch nicht gelesen, aber es geht um die Wende, glaube ich, genau, um die Wende, Tilly und ihre Mitschüler. Da. Und ja, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Coming-of-Age-Roman. Und ich will den schon seit Ewigkeiten lesen und weiß auch nicht, warum ich es noch nicht gemacht habe, ehrlich gesagt. Und dazu gibt es ein Prequel, auch die quasi das, die Vorgeschichte von Tilly erzählt. Ich habe den Titel vergessen. Shame on me. Ich blende den euch hier ein. Und der ist erst vor kurzem erschienen. Leider nur der, das Prequel, ist erst vor kurzem erschienen. Vorletztes Jahr, glaube ich, ja. Und leider nur als Hörbuch. Bei Audible. Also das kann man nur als Hörbuch hören. Ich durfte in das Manuskript reinlesen und das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, die Geschichte. Und deswegen will ich unbedingt das auch lesen. Also eigentlich muss man natürlich dann erst das Prequel, also ist egal. Aber jedenfalls, ja, ich mag Tinis Stil total gern und ihre Art, Dinge zu beobachten, und sie ist so eine ganz genaue Beobachterin und so. Ihre Bücher sind auch immer so ein bisschen Sozialstudien und das macht total Spaß. Und sie hat Krimis geschrieben, unter anderem eine Katzenkrimi-Reihe um den Kater Serrano, der ermittelt. Das sollte ursprünglich keine Katzenkrimi-Reihe werden, aber naja, wie das manchmal so ist im Literaturbetrieb. Davon habe ich nur dieses eine gelesen, Katzengold. Das hat mir ganz gut gefallen, aber da ich jetzt nicht die größte Krimileserin bin und auch nicht so ein Katzenfan, war das jetzt so, ja. Aber es war durchaus amüsant. Diese beiden Krimis hier hingegen haben mir sehr gut gefallen. Das ist einmal Der Fall Garnisonkirche und Gestorben wird immer. Darin ermittelt kein klassischer Kommissar, sondern ein Literaturkritiker und Blogger. Justus Verloren heißt der, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, Justus Verloren ist auch schon so ein Name. Und das sind Potsdam-Krimis. Die spielen in Potsdam. Ach, jetzt kriege ich das hier nicht rein. Es ist einfach viel zu eng gestellt, sodass das noch ein bisschen kompliziert wird hier immer mit den Büchern. Vor allen Dingen Der Fall Garnisonkirche, den fand ich sehr, sehr gut. Den will ich auch nochmal lesen. Ich will eigentlich beide nochmal lesen, weil die beide ziemlich gut waren auch. Und auch so mit Witz und, wie gesagt, sehr gut beobachtet. Und für PotsdamerInnen sowieso ganz toll, weil da so Potsdamer Figuren auch auftauchen, die man irgendwie alle kennt. Und ja, Garnisonkirche ist ja eh so ein heikles Thema hier bei uns. Inzwischen wird der Turm ja gebaut. Damals, als das Buch rauskam, wurde er noch nicht gebaut. Und das Ganze spielte dann so ein bisschen in der Zukunft quasi. Und in dem Buch wurde sie nämlich schon gebaut,
die Kirche, der Turm. Und es gab einen Unfall und da ist jemand gestorben. Und genau, in dem Milieu wird dann ermittelt. Also für Krimi-Fans durchaus eine Empfehlung. Wenn ihr auch noch Katzenfans seid, dann lest gerne Serrano. Gut geschrieben ist es auf jeden Fall. Und dann eines meiner überhaupt liebsten Bücher ist dieses hier, Die schönsten Sagen und Legenden aus Potsdam. Und das ist auch nicht nur für Potsdamer interessant, sondern auch für Sagen- und Legendenliebhaber. Ich bin ja beides, Potsdam- und Sagenliebhaberin. Und die sind sehr schön. Und ich habe da viel gelernt über die Stadt nochmal oder zumindest über die Sagen, die es so gibt. Und ja, war damals auch auf einer Lesung, als sie das vorgestellt hat. Das habe ich meinem Opa auch mal geschenkt. Und ja, also genau, also Teenie Anlauf kann ich euch sehr empfehlen. Und falls ihr mal die Gelegenheit habt, schweres Wort, Gelegenheit habt, auf eine Lesung von ihr zu gehen, macht das unbedingt. Teenie ist, ja, ich mag sie sehr gern. Genau, dann haben wir dieses Buch hier, Der Alp und die Kinder. Das habe ich euch auch vorgestellt. Das habe ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen. Das ist in einem, ja, in so einem Selbstverlag erschienen. Geschrieben von Ulrich Hutten und Robert Morgenroth. Das sind allerdings Künstlernamen. Und eigentlich der Potsdamer Part, nämlich der Herr Hutten ist das, glaube ich, heißt eigentlich Bernd Armbruster und deswegen steht er auch hier bei A. Darin geht es ja um eine Art Liebesgeschichte zwischen einem Stasi-Mann-Agenten und einer ehemaligen RAF-Terroristin, die Asyl in der DDR sucht. Und dann geht es auch noch ein paar Jahre danach, als er sich quasi erinnert an diese Begebenheiten von damals. Und auch wenn das Cover nicht danach aussieht, die Geschichte hat mir tatsächlich gut gefallen. Ich fand das gut geschrieben, bisschen kitschig an manchen Stellen, aber durchaus interessant und spannend gemacht. Dann John von Düffel kennt ihr ja wahrscheinlich auch, der große Wassererzähler. Ich habe zwei Bücher von John von Düffel. Das ist einmal dieses hier. KL, das ist eine genau, Gespräch über die Unsterblichkeit. Es ist im Prinzip ein Buch über Karl Lagerfeld, auch wenn er nie so benannt wird. Aber es geht eben um einen Modeschöpfer und das Buch ist ganz, ganz herrlich. Das könnte ich auch bald nochmal lesen, weil das war wirklich ganz wunderbar. Dann Der brennende See, das habe ich euch, glaube ich, einzeln vorgestellt. Das verlinke ich euch, das Video. Ein sehr gutes Buch, in dem es auch um Umweltschutz geht und ja, durchaus auch um die Klimakrise, aber auch eine Familienaufarbeitungsgeschichte. Sehr, sehr schön. Ich mag John von Düffels Stil sehr gerne. Ich spreche unglaublich gern mit ihm. Er ist unglaublich klug, sehr sympathisch. Und ich hatte, ich glaube, das witzigste Interview beziehungsweise die witzigste Interview-Location bisher mit einem Autor. War mit John von Düffel. Wir haben uns nämlich, als wir über dieses Buch hier gesprochen haben, im Schwimmbad getroffen. Nicht, um da gemeinsam schwimmen zu gehen, sondern wir saßen im vorderen Bereich. Da gibt es so einen kleinen Kaffeeautomaten und Tische, da kann man sich hinsetzen. Das heißt das Automatencafé tatsächlich im Potsdamer Schwimmbad. Und man guckt dann aber durch so eine große Glasscheibe quasi auf, also in das Hallenbecken, wie sagt man? Ja. Und sieht die Schwimmkurse, die da stattfinden, oder eben die Leute, die dort schwimmen. Und das war schon witzig, aber es passte natürlich total, weil es gibt ja die Wassererzählung von John von Düffel und er beschäftigt sich ja immer wieder mit dem Wasser und ist selber auch ein sehr regelmäßiger Schwimmer. Also er hat mir erzählt, dass er quasi das ganze Jahr fast draußen schwimmt und wenn es halt nicht geht, weil es zu so kalt ist, dann im Schwimmbad. Ich frage mich, was er jetzt gerade macht im Lockdown, ob er dann eiskalt quasi durchzieht. Und im Seebaden geht, das weiß ich gar nicht. Aber ja, das war sehr kurios. Es war aber ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ich hatte auch mal ein Interview, das war ein kurzfristiges Interview mit ihm auf einem Boot. Also das Wasser zieht sich durch. Ist sehr lustig. Ja, und da möchte ich auch gerne noch mehr lesen, zum Beispiel die Wassererzählungen oder so. Also ja, kann ich nur empfehlen. Dann Christa Koschik. Und Christa Koschik hat mit Moritz in der Litfaßsäule. Das ist, so wie ich es verstehe, zumindest ein DDR-Kinderbuchklassiker. Irgendwie alle kennen das, die hier im ehemaligen Ostdeutschland, oder ist ja immer noch Ostdeutschland, aber
in der DDR aufgewachsen sind. Es gibt auch eine Verfilmung, die DEFA hat das verfilmt. Christa Koschik hat überhaupt, also erstens sind viele ihrer Bücher verfilmt worden, zweitens hat sie auch Drehbücher geschrieben zu DEFA-Filmen, genau, aus denen ja logischerweise dann Filme entstanden sind. Hochspannend, ich habe, ach Mist, jetzt habe ich das hier nicht einsortiert. Ich habe noch ein Gedicht, also das sind zwei Kinderbücher von ihr, Der Engel und Moritz in der Litfaßsäule, habe ich beide noch nicht gelesen. Das ist ein Gedichtband, 1002. Nacht, hier mit diesem wunderschönen Faun-Feder-Mond-Cover. Und ich habe noch ein Gedichtband, Moment, den hole ich jetzt mal schnell. Der muss ja hier eigentlich auch stehen, der steht aber noch im Lyrikregal. Hier nämlich, den habe ich euch schon mal gezeigt, 1003. Nacht, auch von Christa Koschik in diesem schönen Märkisch Verlag Wilhelmshorst erschienen, der auch sehr, sehr schöne Sachen macht. Ja, jetzt tue ich das mal da erstmal oben rauf und sortiere es nachher noch ein. So, dann machen wir weiter mit K, wie Martin Klein. Martin Klein ist ein Jugend- und ja, eigentlich mehr ein Kinderbuchautor, würde ich fast sagen, aus Potsdam, von dem ich, wie ihr seht, sehr viele Bücher habe. Das liegt daran, dass ich mal bei ihm zu Hause war und ein sehr, sehr schönes Interview mit ihm geführt habe. Wir saßen 3 Stunden und haben über alles Mögliche gequatscht. Das hat nachher alles gar nicht in die Zeitung gepasst, so wie das immer ist. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und da hat er mir einfach einen Stapel Bücher mitgegeben. Und ich mag viele seiner Bücher unglaublich gerne. Hier zum Beispiel Rita und das Raubschaf ist super. Da geht es um ein Schaf und ein Meerschweinchen, die zusammen auf ja, Piraterie-Reise gehen. Davon gibt es auch einen zweiten Teil, Rita, das Raubschaf und der Ruf der Karibikwölfe. Dann mag ich sehr gerne diese Finn und Frieda-Reihe. Da habe ich den Herbst auch doppelt, warum auch immer. Da geht es um Jahreszeiten und um 2 Geschwister sind das, glaube ich, die Jahreszeiten entdecken und so ein bisschen erklären, was sie ausmachen. Dann das hier habe ich euch ja auch vorgestellt. König Malte und feiert Weihnachten. Das ist eine sehr süße Zoo-Geschichte. Dann haben wir hier zum Beispiel Speedy rennt. Das habe ich euch auch vorgestellt. Das ist auch eine Weihnachtsgeschichte. Alle Jahre Widder, sehr niedlich. Genau, Theo und der Flickenbär ist auch total süß. Die Woche der Trödeltiere und mein allerliebstes, der Sternenhase. Ich glaube, das habe ich euch in dem Video mit den besonderen Bilderbüchern oder Kinderbüchern vorgestellt. Das verlinke ich euch einfach auch nochmal. Also, ja, wenn ihr gute Kinderbücher sucht, dann, das habe ich auch doppelt, sei euch Martin Klein ans Herz gelegt, in viele, viele Sprachen auch übersetzt. Also ein sehr erfolgreicher Kinderbuchautor. Und ein sehr knorke Mensch. Er organisiert auch immer das Kinder- und Jugendliteraturprogramm von Lit Potsdam, unserem Potsdamer Literaturfestival, was jetzt auch Anfang Juni wieder stattfindet. Und da lädt er auch immer sehr, sehr spannende Leute an. Paul Maar war schon da und viele andere, deren Namen mir jetzt nicht einfallen. Dieses Jahr ist Alice Pantermüller da, die die Lotterleben-Bücher geschrieben hat. Das kennt man, glaube ich. Also doch auch eine Bestseller-Autorin. Und spannend, ja, wenn ich es schaffe. Na, mal gucken, ob ich da hinkomme. Genau, dann sind wir von K zu L. Andrea Lütkewitz habe ich euch schon mal vorgestellt in einem Extra-Video. Diese beiden Gedichtbände von ihr, Nussschalenbruch und Von Monden, die sehr, sehr schön sind. Andrea kenne ich auch schon länger. Sie ist eine ehemalige Kollegin inzwischen. Wir sind jetzt, seit der Lockdown ist, gehen wir sehr oft miteinander spazieren. Also ich würde eigentlich sagen, inzwischen ist sie auch eine Freundin geworden. Und ich mag ihre Gedichte sehr, sehr gern. Sie arbeitet jetzt gerade auch wieder an einem neuen Gedichtband. Und sie arbeitet dafür immer mit Potsdamer Künstlerinnen zusammen. Hier zum Beispiel mit Anne Eichhorn, die sehr, sehr schöne Bildergrafiken macht. Und jetzt arbeitet sie wieder mit einer Potsdamer Künstlerin zusammen, deren Arbeiten ich auch sehr mag und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das wird ja dann wieder ein bisschen anders aussehen und soll, ich glaube, im September erscheinen, also noch dieses Jahr auf jeden Fall. Und ja, darauf freue ich mich schon sehr. Dann haben wir hier Marika Pfeiffer. Ach, die stehen nicht richtig rum. Guck mal, die stehen genau falsch rum, die Bücher. Marika Pfeiffer habe ich euch auch schon mal, habe ich euch schon öfter davon erzählt. Das ist ihre Das springende Haus-Reihe und hier ist ihr Grimmskrams, der ja gerade erst erschienen ist und wo jetzt im Juni oder Juli auch der zweite Band von erscheint und ich sehr gespannt darauf bin. Marika kenne ich auch schon länger,
weil sie in Potsdam ganz viel in Schreibprojekte involviert ist, in unserer Stadt- und Landesbibliothek. Und sie gibt da auch einen Kreativschreibkurs. Mit jungen Leuten macht sie das. Und das ist sehr, sehr schön. Da sind tatsächlich, haben junge AutorInnen auch schon Dinge veröffentlicht. Und Ende des Jahres erscheint ein Young Adult Roman von einer jungen Potsdamer Autorin, die eben auch in dieser Schreibwerkstatt war. Der sollte jetzt eigentlich schon erschienen sein, wurde aber wegen Corona nochmal verschoben. Und ich habe schon vorbestellt und ich bin sehr gespannt. Ich bin ja schon ein bisschen alt eigentlich für Young Adult, aber ich freue mich da total drauf, weil, ja, ich glaube, das wird gut. Und die Autorin hat auch Gedichte geschrieben und die werde ich mir auch nochmal besorgen vorher. Und bin sehr gespannt, was da so kommt. Ja, aber Marika ist so eine herzliche Person. Ich mag sie unglaublich gern. Und ich habe mich so gefreut, als sie dann erzählt hat, dass jetzt bei Rowohlt ist das ja erschienen, der erste Band der Reihe eben erschienen ist von dem Springenden Haus. Und dann, dass es vier wurden, dann kam jetzt der Grimmskrams. Und ich weiß, sie arbeitet schon an einer anderen Reihe. Und der Grimmskrams wird ja auch ein Mehrteiler. Und ich mag diese Geschichten so unglaublich gern. Die sind unglaublich schön und witzig und mit tollen Figuren und Tieren und Wortschöpfungen. Und ich meine, im Grimmskrams geht es um Märchen, das habe ich euch ja erzählt. Und das ist, mein Herz ging dabei auf und ich habe sehr viel gelacht. Vor allen Dingen, weil der Froschkönig vorkommt und der unglaublich schön frech ist. Und ja, also ich habe es euch ja schon mal erzählt, dass ich sehr, sehr gerne noch viel mehr Potsdamer AutorInnen auch auf meinen Kanal einladen wollen würde und Marika steht da auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Ich weiß nicht, ob sie möchte, aber ich würde sie auf jeden Fall fragen. Genauso wie Martin Klein und Grit Poppe. Grit Poppe habe ich sogar schon gefragt und sie hat gesagt, ja, theoretisch würde sie das gerne machen. Nur leider kam ja Corona dazwischen und nun ja. Genau, von Grit Poppe habe ich vier Bücher hier. Ich habe leider nicht ihr wunderbares Kinderbuch da, Wilma Wunderhuhn, was im letzten Jahr erschienen ist. Was wirklich ganz, ganz herzallerliebst ist und was ich euch nur ans Herz legen kann. Das werde ich mir aber noch kaufen. Und Grit Poppe schreibt für jugendliche Kinder und Erwachsene. Das allein finde ich schon sehr, wie sagt man, herausragend, bewundernswert. Und ich habe hier Joki und die Wölfe. Das habe ich auch komplett gelesen. Da verlinke ich euch mal, da habe ich eine Rezension zu geschrieben, verlinke ich euch unten. Das ist ein sehr schönes Jugendbuch oder Kinderbuch fast. Da geht es um die Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Wolf. Und es ist ja auch so ein bisschen, geht um Naturschutz und um Artenschutz und ja, um die Natur kennenzulernen. Das Schöne bei Grit Poppe ist, dass es immer, fast immer, gibt es hinten einen Anhang mit Faktenchecks oder mit Zeitzeugengesprächen oder sowas, so dass das nie nur so die reine Fiktion ist, die sie einem liefert. Und das ist auch sehr schön. Trotzdem ist die Geschichte aber jetzt nicht so, dass man irgendwas mit dem Holzhammer und der Moral bekommt. Sondern, also ich fand, mir hat das wirklich gut gefallen. Ich bin halt zu alt dafür inzwischen so. Aber es ist eine schöne Geschichte. Alice Little Bird geht zum Beispiel um die Umerziehung von indigenen, also von Kindern indigener Völker. Auch sehr spannend, das habe ich noch nicht gelesen. Da habe ich tatsächlich nur quer gelesen, hat mir aber gut gefallen. Genauso wie Angstfresser. Da geht es um DDR-Aufarbeitungsgeschichte. Und eben, es hat so eine leichte, surreale, ja, Fantasy, psychologische Fantasy. Naja, Fantasy kann man vielleicht nicht so sagen, aber so eine irreale Note durch diesen Angstfresser, den die Protagonistin eben mit sich rumträgt, der quasi wie so ein Parasit ist, der ihr das Leben ein bisschen schwer macht. Aber es steht natürlich für das Trauma, das sie durchgemacht hat. Habe ich auch erst quer gelesen, steht aber auf meiner dringenden Liste, weil mir das auch sehr gut gefallen hat, das, was ich gelesen habe. Verraten habe ich euch vorgestellt, ein Jugendbuch, das sich mit ja, einer eher dunkleren DDR-Geschichte auseinandersetzt. Es geht um Stasi und es geht um, ich vergesse immer, wie diese Heime heißen, diese furchtbaren Erziehungsheime in der DDR, die ja in die Kinder kamen, die schwer erziehbar waren und die quasi Gefängnissen glichen. Zu dem Buch gibt es eine extra Rezension. Auf jeden Fall eine etwas ausführliche Besprechung im Lesemonat, glaube ich. Kann ich euch auch nur sehr empfehlen. Und wie gesagt, auch da Zeitzeugen
Berichte am Ende mit eingefügt. Also sehr spannend. Und dann kommen wir als nächstes zu Julia Schoch. Julia Schoch ist relativ bekannt. Ich glaube, das ist nicht nur eine lokal bekannte Autorin, sondern ihr Buch mit der Geschwindigkeit des Sommers war auch nominiert für irgendeinen der größeren Preise, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das heißt, den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Schöne Seelen und Komplizen ist ihr aktuellstes Buch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und jetzt liegt wieder ein Buch nicht hier, was ich euch aber schon gezeigt habe. Das lag nämlich im Fontane. Das liegt in meinem Fontane-Regal. Die Fontaneske, sie hat zum Fontane-Jahr zusammen mit einem Potsdamer Fotografen, nämlich Frank Gautlitz, hat sie ein kleines Buch herausgegeben oder gestaltet hat sie es. Sie hat Texte dazu geschrieben, inspiriert, angelehnt an Fontane. Und dazu gab es Fotos. Moment, ich hole das mal, weil das ist wirklich schön. Das kann man nicht oft genug zeigen. Oh, und das ist dieses hier, Fontaneske. Genau, Julia Schoch und Frank Gautlitz. Frank Gautlitz macht auch sehr schöne Bilder. Ist auch relativ bekannt. Vielleicht habt ihr, wenn ihr euch für Fotografie interessiert, schon mal gehört. Genau, das ist ein sehr, sehr schönes Buch mit sehr schönen Texten. Ja, tue ich jetzt einfach mal hierhin. Kommt dann aber, glaube ich, wieder zu Fontane. Aber eigentlich müsste es hier stehen. Bei manchen Dingen ist das schwierig. Ne, das ist wie mit Andrea Lütkewitz und der Lyrik, die eigentlich bei Lyrik stehen müsste. Aber jetzt steht sie hier im Potsdam-Regal. Ja, Julia Schoch, diese beiden Sachen habe ich noch nicht gelesen, die beiden Romane. Ja, Asche und so. Möchte ich aber gern. Mit Julia Schoch habe ich, habe schon mal so nebenbei mit ihr gesprochen, aber noch nie so richtig. Und sie hat auch ein Theaterstück geschrieben, was jetzt vor nicht allzu langer Zeit Premiere hatte bei uns am Hans-Otto-Theater. Das habe ich aber auch nicht geschafft zu sehen, bevor dann der Lockdown kam. Ein bisschen schade. Ich glaube, das lief jetzt auch irgendwann online, oder? Aber ich habe es da auch irgendwie verpasst. Also irgendwie habe ich es verpasst. Julia Schoch muss ich noch ein bisschen aufholen. Genau, dann Jan-Philipp Sendker ist tatsächlich ein Bestseller-Autor, verkauft sich tausendfach, millionenfach, keine Ahnung. Hat, ich glaube, 2 oder 3 Buchreihen geschrieben, also mehrere Bücher schon. Meine Oma ist großer Fan seiner Buchreihen, vor allen Dingen dieser hier. Das ist jetzt der letzte Teil. Ich glaube, es ist eine Trilogie oder eine Quadrologie. Ich weiß es nicht genau. Er war vorher Journalist, ist viel rumgereist und genau, da spielen auch seine Bücher eben in den fernen Ländern. Das hier spielt in Burma. Genau, das ist seine Burma-Reihe. Ich muss gestehen, meins ist das nicht ganz so. Mir ist das ein bisschen zu blumig, aber... Also es ist gut geschrieben, das kann man jetzt nicht sagen, aber es ja, ist ja manchmal so, es ist nicht so ganz meins. Fun Fact, Jan-Philipp Sendker und Stefan Ababanel sind gut befreundet und ich war auf einer Lesung mit meiner Oma tatsächlich, auf der beide gelesen haben und dann haben sie miteinander gesprochen über ihre Art des Schreibens und so. Und das war super spannend, weil die beiden so unglaublich unterschiedlich schreiben und auch ein unterschiedliches, also unterschiedlich, ja, ihre Art und Weise haben, wie sie schreiben. Und das war aber total spannend, den beiden zuzuhören. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Dann gehen wir weiter. Stefan aus dem Siepen ist ein Autor, von dem ich auch noch nichts gelesen habe, dem ich auch noch nie begegnet bin, dessen Bücher aber unglaublich spannend klingen, so ein bisschen nach magischem Realismus und irgendwie surreal. Zum Beispiel hier Der Riese, da geht es um einen jungen Mann, der hier, wie ihr seht, 2,39 groß wird und ja, irgendwie also wirklich wie ein Riese ist quasi. Und dann geht es irgendwie um ihn, hier die Schmetterlinge, das klang auch, Moment, das heißt die Entzifferung der Schmetterlinge und Moment. Naja, also wie ihr seht es ja hier oben. Das sonderbare Leben eines liebenswerten Anti-Helden vom Studenten der alten Sprachen zum Versicherungssachbearbeiter, vom Kellner in einem Szenecafé zum Entzifferer der Schmetterlinge. Und es klingt alles irgendwie ganz, ganz wunderbar. Außerdem finde ich den Namen so großartig. Stefan aus dem Siepen. So muss man auch erstmal heißen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich mir jetzt vor kurzem erst gebraucht, geholt und ja, bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder zum Lesen Muße finde und überhaupt. Wir bleiben bei S. Wir haben irgendwie ziemlich viele Autoren mit S, habe ich das Gefühl. Das geht hier bis hier. Sven Stricker. Über Sven Stricker brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel erzählen.
Ihr wisst, dass ich großer Fan bin seiner Bücher. Ich habe hier alle seine 5 Romane, die bisher erschienen sind. Im August erscheint der 3. Teil der Sörensen-Reihe, Sörensen am Ende der Welt. Ich habe diese beiden schon 2-mal gelesen und dieses hier auch. Mensch Rüdiger war das erste, das ich von ihm auch gelesen hatte. Und ich habe jetzt Sörensen hat Angst nochmal als Hörbuch gehört, weil das ja jetzt gerade rausgekommen ist. Das liest Sven selber und ist sehr schön geworden. Also wenn ihr eher Hörbuchhörer innen seid, dann sei euch das sehr ans Herz gelegt. Es ist wirklich sehr schön geworden. Sörensen fängt Feuer ist auch schon als Hörbuch jetzt draußen. Ich glaube, ich werde da jetzt einfach weiterhören. Und mir hat es sehr gut gefallen, wie da der Film ist auch immer noch in der ARD-Mediathek. Sörensen hat Angst wurde ja auch verfilmt. Ja, es gibt ja ein Video mit ihm, das verlinke ich nochmal. Und ja, da könnt ihr euch nochmal alles Wichtige zu seinem Schreiben und überhaupt anhören. Dass er sehr, sehr sympathisch ist, brauche ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen, weil das seht ihr ja in dem Video auch. Und dann haben wir Antje Rabig-Strubel, auch eine der bekannteren Autorinnen, wie ich sagen würde, unter Schnee. Ich muss auch gestehen, dass ich von Anfang Antje Rabig-Strubel, und das ist wirklich ein bisschen peinlich, weil ich ja sie in Potsdam schon auch sehr populär ist und ich auch schon 2, 3 Mal auf Veranstaltungen mit ihr war. Da hat sie allerdings nicht aus ihren Werken gelesen, sondern sie ist auch Literaturübersetzerin, hat unter anderem Lucia Berlin ins Deutsche übertragen, an amerikanische Autoren. Und da war ich schon öfter und fand es immer total spannend, auch was sie erzählt hat und überhaupt. Und habe Unter Schnee von ihr gelesen. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr Erstling, aber jedenfalls eines der ersten. Das hatte ich euch ja auch in irgendeinem Lesemonat vorgestellt. Das fand ich okay. Das ist so ein Episodenroman. Also sehr schön geschrieben. Vom Stil hat mir das sehr gut gefallen. Inhaltlich hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber wie gesagt, einer der ersten. Und ich habe mir jetzt hier noch geholt: Kältere Schichten der Luft. Ich finde diese Titel auch immer so ganz grandios. Am grandiosesten finde ich Sturz der Tage in die Nacht. Grandios und in den Wäldern des menschlichen Herzens. Ja, mit der Muße und so ist es so eine Sache, aber ich freue mich da schon sehr drauf, das alles zu lesen. Und von Antje Rawik-Strubel erscheint im Herbst auch ein neuer Roman. Der Arbeitstitel war mal Blaue Frau, glaube ich, irgendwas mit Blau und Frau. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich bis dahin noch ein bisschen was von ihr gelesen habe, dass ich dann da nicht so einfach so einsteige. Und dann habe ich hier noch ein Buch. Das ist mehr so eine Erinnerung für mich. Da hat eine ehemalige Dozentin von mir, nämlich Brunhilde Wehinger, hat mit Studierenden ein Krimiband herausgegeben. Sie hat, glaube ich, ein Seminar zu Krimis gegeben, an dem ich nicht teilgenommen habe, aber hat, ja, dann haben Studierende Geschichten geschrieben. Und ich hätte auch eine dazu beisteuern können. Ich habe es aber einfach nicht hingekriegt, einen Krimi zu schreiben. Und ja, ich bin ja auch keine Autorin. Ich lese lieber und schreibe über Bücher, als dass ich Bücher schreibe. Genau, aber das ist einfach eine schöne Erinnerung. Das sind auch schöne Geschichten. Und sie spielen halt, ich glaube, sie spielen alle am Neuen Palais tatsächlich. Also da, wo die Universität Potsdam ja auch ist. Also Potsdam durch und durch. Dann habe ich hier noch ein Buch, das ist auch sehr schön. Das ist quasi ein Jubiläumsband. 25 Jahre Literaturladen Wiss. Das ist ein Buchladen bei uns in Potsdam. Wenn ihr in Potsdam seid, geht da unbedingt hin. Der Inhaber und Mitbegründer Carsten Wist ist ein sehr besonderer Mensch. Auch mit ihm habe ich schon mal 2, 3 Stunden für ein Interview zusammengesessen. Es war super spannend, weil der Literaturladen im letzten Jahr 30 Jahre alt geworden ist. Und ich gehe da sehr gerne hin. Und genau, aber wenn ihr in Potsdam seid und einen guten Buchladen sucht, nicht nur zu Wist gehen, sondern auch in den Viktoriagarten. Der ist nämlich auch sehr super. So, dann machen wir hier oben weiter. Das sind so lauter Potsdam-Bücher. Die sind jetzt, das ist wirklich sehr lokalpatriotisch quasi. Da ist hier quasi ein, das mache ich mal kurz, ein Potsdam-Entdecken-Buch für Kinder. Das ist sehr süß gemacht mit den Sehenswürdigkeiten so und so sieht, tralala. Dann haben wir hier von Gerhard Petzolds ein Buch über Kleinklinike. Wenn ihr mal in Kleinklinike seid, und fahrt ruhig mal nach Kleinklinike. Das ist nicht weit, das ist quasi gegenüber vom Klinika Schloss und Klinika Park an der Klinika Brücke, logischerweise. Da gibt es eine sehr schöne kleine Kirche und einen sehr schönen kleinen Friedhof. Und Gerhard Petzolds Familie ist, jetzt mal rede ich doch wieder länger, aber ist sehr verwurzelt an diesem Ort.
Die Familie geht über Generationen zurück. Normalerweise, wenn nicht Corona ist, gibt es jedes Jahr ich glaube, jedes Jahr ein großes Familientreffen und dann kommen die Familien aus aller Herren Länder, glaube ich, auch zusammen. Ich war da einmal dabei, das war schon irgendwie auch spannend. Und ja, die sind mit Potsdam sehr verbunden. Spannende Geschichten. Wenn ihr Gerhard Petzolds trefft in der Kapelle Kleinknienke, hört ihm zu. Es ist unglaublich spannend, was er erzählen kann. Ich bin mal mit ihm über den Kleinkliniker Friedhof gelaufen und das war, er kannte zu jedem Stein eine Geschichte. Es war unglaublich. Dann Sebastian Stielke, 100 Facts about Babelsberg, ist jetzt gerade erst erschienen, ganz neu. Ist, wie der Titel sagt, ein Buch über Babelsberg, insbesondere über den Filmstandort Babelsberg. Also Geschichte UFA, DEFA, Studio Babelsberg, Filmuniversität, Filmpark Babelsberg. Allgemein die Medienstadt, was da alles noch so dran hängt. Sehr, sehr spannend. Kurze Kapitel auf Deutsch und auf Englisch auch. Also, falls ihr das international verschenken wollt für Touristen, sei es euch sehr empfohlen. Sehr schöne Fakten. Ich wusste viel, aber ich wusste nicht alles. Und entdecke auch immer noch was. Ich habe es auch noch nicht komplett durchgelesen. Also ein sehr spannendes Entdeckungsbuch für Filmfans oder solche, die es werden wollen. Sebastian Stielke ist auch selber Schauspieler. Arbeitet im Filmmuseum in Potsdam, ist in diesem Jahr in der Jury zum Deutschen Schauspielpreis. Ja, und auch ein sehr sprudeliger, sympathischer Mensch. Dann Bergführer Potsdam ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher dieses Jahr von Wolfgang Mörtel. Das ist auch total kurios. Wolfgang Mörtel ist eigentlich Mathematiker und als er dann irgendwann in Pension gegangen ist, hat er angefangen, die Potsdamer Hügel, weil wirkliche Berge haben wir ja hier nicht, zu besteigen. Und dann hat er irgendwann ein Buch darüber geschrieben. Und dieses Buch ist so genial. Das ist eines der besten Potsdam-Führer, die ich je in der Hand hatte. Und es macht einfach nur Spaß, das zu lesen und zu entdecken und über Potsdams Berge in Anführungsstrichen was zu entdecken. Ich liebe es, und habe ganz, ganz viel gelernt. Und auch Herr Mörtel ist. Ja, das Gespräch war unglaublich nett. Und er arbeitet an was Nächstem. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Dann Potsdam abseits der Pfade ist auch ein schöner Potsdam-Führer. Da geht es halt so ein bisschen ab von Sanssouci, Holger Gumbrecht. Genau, ist auch ein hübsches Buch. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Bornstedter Friedhof. Sehr lokalpatriotisch, sage ich ja. So, dann gehen wir hier mal nochmal ein bisschen und angucken, was da noch so liegt. Dieses Buch hier nämlich. Klo-Psychologie in 100 Sitzungen zum Seelenklempner klingt ein bisschen komisch, ist aber auch ein sehr nettes Buch, in dem halt so kleine Psychologiefakten behandelt werden. Das ist von Moritz Kirchner, einem Potsdamer, der auch an der Uni Potsdam unter anderem studiert hat und eben auch Psychologe ist. Wir haben wegen Corona, das Buch ist jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, erschienen, ja. Und wegen Corona haben wir uns nicht treffen können für das Gespräch dazu, sondern haben nur telefoniert und er hat gesagt, ja, na, wir kennen uns ja von der Uni, vom Campus, ich habe dich da schon gesehen und ja, ich hatte keine Ahnung, ich konnte ihn gar nicht einordnen. Nichtsdestotrotz war es ein schönes Gespräch, aber es war mir ein bisschen unangenehm. Genau, so und dann gehen wir hier nochmal rüber, hier haben wir nochmal das Koschik-Buch, das lege ich mal zur Seite und dann sind hier noch so ein paar Künstlerbücher quasi. Eines meiner liebsten Kataloge ever, ever. Lumen et Umbra von Monika Schulz-Figut, eine Ausstellung im Potsdam Museum. Monika Schulz-Figut ist eine sehr bekannte Fotografin und sie ist Potsdamerin, macht die schönsten Bilder der Welt. Ist auch eine sehr besondere Frau und diese Ausstellung war, oh, ich war da, glaube ich, fast, ich glaube, ich war da dreimal. Ich war jedenfalls oft da und es war einfach nur so schön. Sie hat da Bilder von Potsdam, von Statuen, von es. Ach, ja, ich bin so verliebt in ihre Bilder, dass, wenn ich Platz hätte, wäre meine Wohnung ja auch voll mit lauter Kunst von Potsdamer Menschen. Nicht nur von Potsdamer Menschen wahrscheinlich, aber es ist gut, dass ich keinen Platz habe. Das reicht schon mit den Büchern. Eigentlich habe ich dafür schon keinen Platz. So, dann haben wir hier einen weiteren Fotografen. Das ist ein Buch ebenfalls mit Sagen aus der Mark Brandenburg und Thomas Bloch de Ponte hat die Fotos dazu gemacht. Der ist auch Potsdamer. Den findet ihr auch auf Instagram. Mir ist der Name gerade entfallen. Verlinke ich euch aber unten alles.
Und ich habe auch einen Kalender von ihm und ich finde, er macht sehr, sehr schöne Fotos. Ausnahmsweise, also nur in Schwarz-Weiß tatsächlich. Er fotografiert auch ganz viel in Potsdam. Mag ich sehr gerne auch die Bilder. Und dann haben wir hier Peter Menne, das ist ein Potsdamer Karikaturist, der jetzt gerade dieses Buch hier mit Tänchen aus dem Homeoffice, Karikaturen von Peter Menne. Das ist gerade erst frisch herausgekommen. Und zwar basiert es auf einem kleinen Corona-Kultur-Abo, das er im letzten Jahr ins Leben gerufen hat. Man kann einen Newsletter von ihm abonnieren und dann bekommt man jede Woche eine Karikatur und einen Text von, also einen Text von einem Autor oder einer Autorin dazu. Er hat genau dazu mit mehreren AutorInnen, wie sagt man, kollaboriert? Nein, ja, also zusammengearbeitet. Genau. Und ja, das ist sehr nett. Ich habe den auch abonniert. Das ist irgendwie hübsch. Ja, und wie versprochen, ist das ein langes, langes Video geworden zu meinen Büchern von Potsdamer AutorInnen. Wenn man jetzt ein bisschen schummeln würde, könnte man Lutz Seiler auch noch dazu nehmen. Der ist kein Potsdamer, aber Lutz Seiler wohnt in Wilhelmshorst, was nicht so weit von Potsdam ist, das ist in der Mittelmark. Aber das machen wir jetzt nicht, weil das dauert zu lange. Und ich habe auch immer noch nicht Crusoe gelesen und Stern 111 auch nicht. Aber ich mag seine Gedichte sehr gern. Und ich war auf Lesungen von ihm und bin immer ganz verzaubert, wenn er liest. Ja, das nur ganz kurz am Rande. Ansonsten mache ich jetzt Schluss, weil das Video ist schon ganz schön lang. Ich glaube, das ist das längste Video, was ich jemals gemacht habe. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche der AutorInnen ihr schon kanntet, welche jetzt vielleicht für euch interessant geworden sind oder gar keine davon interessant geworden sind. Und ja, was ihr gerade so lest, ich hoffe, also wie gesagt, ich habe gerade schon wieder massive Leseflaute, aber das wird, irgendwann wird es immer. Und wir hören und sehen uns vielleicht auch ganz bald wieder. Und bis dahin wünsche ich euch schöne Lesestunden, bleibt gesund und auf Wiedersehen.